Dies ist der Brief von Travis Brandle, den er hinterlassen hat, als er vor 13 Jahren, also am 13. Mai 2000, in Briggs Fall verschwunden ist. Erst jetzt wurde dieser Brief der Staatsanwaltschaft überreicht. Hier der unveränderte Inhalt. Das hier niederzuschreiben ist nicht leicht für mich. Aber ich muss die Ereignisse festhalten, bevor sie mich bekommen. Ich habe nicht viel Zeit. Bitte, egal wer diesen Brief liest, ihr müsst sie aufhalten. Erst einmal zu mir. Ich bin Travis Brandle, Journalist bei einer großen Zeitung und lebe in New York City. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Beruflich ging es in der letzten Zeit immer weiter bergab. Mein Vorgesetzter war nicht mehr mit meinem Schreibstil und meiner Berichterstattung zufrieden. Und um mich von dem Stress zu erholen, brauchte ich einfach mal eine kleine Auszeit von der Großstadt. Darum habe ich mir im April 2000 ein Ferienhaus im kleinen Brick Falls gekauft. Der Ort liegt weit weg in den Wäldern in der Nähe eines kleinen Sees, hat keine 300 Einwohner und liegt recht isoliert vom Rest der Welt. Die nächstgrößere Ortschaft liegt mehr als eine Autostunde entfernt, aber das wollte ich ja auch, Ruhe vom Leben der Stadt. Am 1.5.2000 fuhr ich dann nach Brick Falls, aber was mich an diesem Ort erwartete, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich wurde von den Bewohnern recht schnell in die Gemeinde aufgenommen und fühlte mich auch wohl dort. In kurzer Zeit beschloss ich Bekanntschaften, freundete mich mit ein paar netten Leuten an. Es war ein typischer kleiner Ort, an dem es nicht viel gab. Eine Schule, einen kleinen Supermarkt mit Bäckerei, ein Stadtarchiv und ein Sportzentrum, sofern man es denn so nennen konnte. Es war zwar als solches ausgeschildert, doch ähnelte es mehr einer simplen Sportturnhalle mit ein paar Geräten, um sich in Form zu halten. Nach einer Weile hatte ich ein tägliches Ritual, dem ich nachging. Nach dem Aufstehen um 6 Uhr lief ich ins Sportzentrum und trainierte da bis 8. Anschließend ging ich zum Supermarkt und frühstückte beim Bäcker. Die Bäckerei wurde von Frau Jones geführt. Sie war eine nette Frau, die ich auf ein Alter von ungefähr 45 Jahren schätzte. Ihr schwarzes Haar hatte sie stets zu einem Zopf gebunden. Und immer, wenn ich kam, um mir meine tägliche Tasse Kaffee zu holen, strahlte sie eine gewisse Fröhlichkeit aus, was für eine sehr angenehme Atmosphäre sorgte. Sie war mir von Anfang an sympathisch. Ich mochte sie. Die Bäckerei war auch der Hauptpunkt der Stadt, um Neuigkeiten auszutauschen. Mir gefiel dieser kleine Ort einfach sehr. Er wirkte fast schon wie ein märchenhafter Ort. Wenn man nur die hektische Großstadt kennt und man nicht jeden Tag mit unaufhörlichem Autolärm, unzähligen Leuchtreklamen oder gestressten, zur Arbeit hetzenden Menschenmengen konfrontiert wird. Hier war es einfach ruhig und friedlich, zumindest auf den ersten Blick. Nach knapp 10 Tagen ist mir etwas aufgefallen. Ich sah so gut wie nie Kinder draußen spielen und wenn, dann nur im Vorgarten unter Beobachtung beider Elternteile. Zudem bemerkte ich, dass die Kinder immer erst zur Schule gingen, wenn die Sonne schon komplett aufgegangen war und noch vor der Dämmerung wieder zu Hause waren. Als ich dann eines Morgens nach meiner täglichen Sportstunde in der Bäckerei ankam, sprach ich Frau Jones mal darauf an. »Guten Morgen, Frau Jones«, sagte ich wie jeden Morgen. »Einen schönen guten Morgen, Herr Brandle. Ihr Kaffee ist gleich fertig.« »Oh, vielen Dank«, sagte ich. »Frau Jones, wie kommt es eigentlich, dass ich kaum Kinder draußen sehe?«, fragte ich. »Ich meine ja nur, als ich klein war, konnte ich es kaum erwarten, in den Wald zu gehen, um auf Abenteuersuche zu gehen.« Da ließ sie den Kaffee fallen, den sie mir gerade geben wollte, und schaute mich an, als hätte sie gerade einen Geist gesehen. Es herrschte Stille für ein paar Sekunden, bis sie auf einmal in ihren alten Trott zurückfiel. »Oh, wie ungeschickt von mir! Ich mache Ihnen gleich einen neuen«, sagte sie in ihrer üblichen fröhlichen Art, als ob sie nie etwas gefragt hätte. Aber gleich danach sagte sie zu mir, »Das ist einfach gang und gäbe hier. Bei uns auf dem Land laufen ein paar Dinge eben anders als in der Stadt, Herr Brandle. Und in die Angelegenheiten anderer Leute mischt man sich auch nicht ein«, sagte sie mit einem leicht dunklen Unterton. Spätestens hier wurde mir klar, dass irgendwas nicht stimmen kann. Frau Jones war eine herzensgute Frau. Sie so zu sehen, war total ungewohnt für mich, zumindest soweit ich sie in meiner kurzen Aufenthalt hier kennengelernt habe. Meine journalistische Neugier wurde geweckt und ich nahm mir vor, noch an diesem Tag ins Stadtarchiv zu gehen. Am selben Tag um 14 Uhr besuchte ich das Stadtarchiv von Brick Falls. Es war eine kleine Bibliothek mit 2 Etagen. An Empfang begrüßte mich Herr Thompson, der das Archiv leitete und gleichzeitig der Bürgermeister war. Wir kannten uns bereits, da ich ihm schon öfters im Sportzentrum begegnet bin. »Guten Tag, Herr Brandle. Was führt Sie denn ins Stadtarchiv?«, fragte er mich, als ich das Archiv betrat. »Ach, nur etwas Langeweile und auch Interesse an dem Ort, an dem ich meinen Urlaub verbringe. Wenn Sie hier etwas Bestimmtes suchen, kann ich Ihnen helfen. Ich weiß aus dem Kopf, wo sich alles hier befindet. Schließlich kümmere ich mich schon seit gut 15 Jahren um das Archiv.
Oder Sie schauen mal an die Tafel, die dort drüben hängt. Die bietet Ihnen auch einen groben Überblick über das, was es hier gibt. Vielen Dank, das werde ich mich mal umschauen. Ich ging an die Tafel im Erdgeschoss, die zeigte, was auf welcher Etage lag. Auf der zweiten Etage war das, was ich suchte, die Zeitungsartikelsammlung. Hier wollte ich erfahren, warum Frau Jonas so seltsam auf meine Frage reagierte. Ich ging die Treppe nach oben und setzte mich an einen der Computer, wo man sich bis zu 60 Jahre alte Zeitungsartikel ansehen konnte. Ich fing also bei den Ältesten an und arbeitete mich durch. Ich bemerkte sehr schnell, dass in so einem kleinen Ort wirklich nicht viel passierte. Die Schlagzeilen der 50er bis 70er Jahre waren nichts Besonderes. Hier mal ein Autounfall, mal wurde über das erstaunliche Wetter berichtet und so weiter. Nichts Auffälliges halt. Aber dann, als ich den Artikel vom 6.9.1975 lesen wollte, sprang der Computer direkt auf den 23.12.1990 um. Warum fehlen fast 15 Jahre Geschichte eines kleinen Ortes in den Wäldern, wo kaum was passierte? Ich ging in den Eingangsbereich, um Herrn Thompson zu fragen, warum da so viele Artikel fehlen. Entschuldigen Sie, Herr Thompson, warum fehlen in Ihrer Zeitungsartikel die Berichte vom 6.9.75 bis zum 23.12.90? Er sah mich erstaunt und gleichzeitig wütend an, als ob ich eine sehr falsche Frage gestellt hätte. Was interessiert Sie denn die Geschichte von Brick Falls, Herr Brände? Bekam ich als Gegenfrage auf meine Frage. Ich erklärte, dass mich die Sache mit den Kindern verwunderte und erzählte auch von der Reaktion von Frau Jonas. Herr Thompson wurde auf der Stelle kreidebleich. Ich weiß zwar nicht, was in der Zeit passiert ist, aber es muss sich tief ins Bewusstsein der Bewohner gebrannt haben. Ich versuchte, weitere Informationen zu bekommen. Was ist hier passiert? Warum wird ein so großes Geheimnis draus gemacht? Wir sollten jetzt besser gehen, sagte er zum Schluss zu mir, begab sich vom Empfang in sein Büro. Ich verließ das Stadtarchiv und machte mich auf den Weg nach Hause. Es war schon dunkel geworden, was sonst, wenn man sich durch fast ein halbes Jahrhundert Ortsgeschichte liest. Zu meinem Ferienhaus waren es noch etwa 20 Minuten durch den Wald. Während meines kurzen, einsamen Spaziergangs ging ich noch einmal meine Gedanken durch. Irgendwas Schlimmes muss damals passiert sein und es muss irgendetwas mit den Kindern zu tun haben. Ich war gewillt, herauszufinden, was es war, da mir das alles einfach zu seltsam vorkam. Um dies zu ignorieren, war einfach der Journalist in mir zu stark. Und vielleicht hätte ich daraus noch einen interessanten Artikel machen können, der meine Karriere wieder ein Stück nach vorne gebracht hätte. Während meines Marsches nach Hause wurde mir erst richtig klar, wie dunkel so eine Nacht werden kann. In der Stadt ist ja selbst nachts noch alles heller leuchtet, aber hier waren nicht einmal Straßenlaternen auf dem Weg. Allerdings hatte das auch was Positives, denn so klar wie in dieser Nacht hatte ich den Mond noch nie zuvor gesehen. Ich hatte noch etwa 10 Minuten Weg vor mir, als ich glaubte, ein Kichern zu hören. Ich drehte mich um, aber da war nichts. Und ich dachte mir, dass es nur der Wind war. Aber das Kichern wurde immer lauter. Es hörte sich wie das Kichern eines jungen Mädchens an. Ich schaute mich zwar immer wieder um, konnte aber nichts sehen. Ich begann leicht panisch zu werden und rannte das letzte Stück zu meinem Haus. Das Kichern kam immer näher. Ich erreichte schließlich fix und fertig mein Haus. Schloss auf, machte die Tür sofort hinter mir zu. Mein Herz raste wie ein Presslufthammer. Und ich fragte mich, ob ich es mir vielleicht doch nur eingebildet hatte. Langsam beruhigte ich mich und begann meine Handlung ins Lächerliche zu ziehen. Warum habe ich, Idiot, mich so von meinem Verstand täuschen lassen? Ende Part 1.